Was geht? Willkommen zur 32. Folge vom Cyberpunk Let's Play. Okay, hier sollten wir rein. Okay. Nicht schlimm. Und danach gehe ich wieder unnötigen Stuff verkaufen. Hier. Das hat funktioniert. Ein Aschenbecher, den klaue ich auch. Und? Ja, einfach. Das System hört auf uns. Das war verdammt einfach. Der Splitter funktioniert. Gut, das war der leichte Teil. In den Arasaka Industriepark einzubrechen, wird nicht ganz so einfach. Hätte ich nicht gedacht. Dazu kommen. Interessante Kleidung hat hier. Ja, bei so einem ganzen Ding an. Ich habe seit gestern nichts gegessen. Gib mir das Beste, was du hast. Heute empfehle ich die Jagdtour. Irgendwas, das nicht von hier ist, bitte. Sehen uns morgen. Mhm. Ach so. Ja. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber dieser Saka-Scheißer könnte nützlich sein. Er ist wie ein abgerichteter Hund. Der braucht nur Befehle. Und wenn er seinen Teil erledigt hat, machen wir ihn kalt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Schön, dass du es ähnlich siehst. Man weiß nie, was ein Hund denkt. Ja. Vielleicht dasselbe wie du. Kann sein, okay. Philosoph, was ist das? Jagdtolli. Okay. Ich habe alles durchgebracht. Erstens. Wir brechen im Arasaka Industriepark ein und hacken Hanako-samas Festwagen. Zweitens, mit meiner Hilfe eliminierst du die Scharfschützen auf der Parade. Drittens, ich springe in den Wagen. Okay. Viertens, ich sage Hanako-sama die Wahrheit. Naja, klingt nach Selbstmord. Aber ich habe schon Schlimmeres durch. Was gibt es Schlimmeres, als Arasaka zu beklauen? Nein, das nicht. Damit habe ich die Latte aber auch echt hochgelegt. Und nun trennen wir uns. Aufklärung ist erforderlich. Was machst du denn? Lass ihn nicht von der Leine... Du bist ein Fremder in einem fremden Land. Ich komm mit. Hm, stimmt. Und du, deinen Fähigkeiten. Ja. Mit deinem diebischen Geschick. Gut, wir machen das gemeinsam. Lauter! Yorinobu. Höchstpersönlich. Das letzte Hindernis zwischen sich und absoluter Macht eliminiert. Und die? Wenn sich ihm ergeben. Sagen Sie mir, was war denn die Erwägung meines Vaters? War das keine Provokation? War das nicht eine... Arasaka. Ein Imperium für die Ewigkeit. Nicht einfach nur schön, irgendwie sind die FPS runtergegangen, der Bildschirm in Zukunft. Alles begann mit ihm. Die Fortschritte, Ganzkörperanzug. Die Machtkämpfe. Das alles ist. Ey, verfolgt ihr uns? Warum hat Saburo das toleriert? Ich verstehe das nicht. Man weiß einfach nicht. Dass er seinen Sohn an der kurzen Leine halten kann. Sakasama war ein starker, disziplinierter Mann. Stärkste, den ich hier gekannt habe. Und doch zeigt er im falschen Moment eine Schwäche. Für Yorinobu? Seine Tochter. Als Yorinobu seinen Banden und seiner eigenen Familie den Krieg erklärte, hätte Arasaka-sama ihn einfach zerquetschen können.
aber er tat es nicht. Er wollte nicht, dass seine Tochter deswegen leidet. Als Yorinobu mit eingezogenem Schwanz zurückkam, überredete sie ihren Vater, ihm noch eine Chance zu geben. Schließlich, Hanako-sama hat Yorinobu vor den Konsequenzen seiner Taten gerettet. Sieht aus, als würde sich das jetzt ändern, solange Hanako unsere Version der Ereignisse glaubt. Horito XXL, ja. Wenn sie eins hat. Zuerst müssen wir zu ihr. Kommst du mit? Klar, warum nicht? Verschwinden wir. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Bitte beerden Sie uns bald wieder. Sägemehl und Plastik. Hat sehr gut geschmeckt. Komm, ich habe einen guten Ort zum Beobachten gefunden. So. Wir müssen nur da hochklettern. Dann? Jetzt hier lang. Den Kabel. Das Glück lächelt uns zu. Niemand scheint hier zu sein. Gut, wenn niemand hier ist. Ist ein Baustellenfahrstuhl. Ein schöner Ausblick auf die Stadt. Wenn? Schön wäre. Hast du Night City so sehr? Vielleicht habe ich nur Heimweh, wie ihr sagt. Oh, Containerdrohnen. Du suchst nach Schwachstellen, während ich mir eine Ablenkung ausdenke. Arasaka darf unsere Absichten nicht erfahren. Gut. Sabotage wäre genau das Richtige für eine Ablenkung. Links solltest du die beste Aussicht haben. Ich versuche es hier. Das alte Ding wird schon noch funktionieren. Wollen wir anfangen? Kann losgehen. Hey, ja, das sieht. Trafo an der Wand. Siehst du ihn? Ein gutes Podest. Kann auch bestimmt noch irgendwas anderes usen. Antenne. Das Sicherheitszentrum müsste dort drin sein. Perfekt für Sabotage. Rohre, siehst du? Über die könnten wir reinkommen. Was kann ich hier noch scannen? Okay.
Tarngeschütze. Beim Tor. Er tötet dich. Das wäre der letzte Ausweg. Man kann nichts sagen. Nicht übel, wie? Ich sehe deren Kommunikation. Viele Wachen. Sicher gut für eine Ablenkung. Fußgängerbrücke. Allerdings bewacht. Nur eine Option, wenn wir keinen anderen Weg finden. Jemand hat Mist gebaut und ziemlichen Ärger am Arsch. Eine Wache? Da kann ich nichts tun. Ich kenne die hiesigen Prozesse nicht. Glaub, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Wir haben, was wir wollten. Ja. Also, gehen wir rein? Hast du das nicht auch vor dem Kompiki-Presser gesagt? Ich will sicher sein, dass wir nichts übersehen haben. Wir sollten warten und beobachten. Nichts Ungewöhnliches passiert. Ja, dann gehen wir rein. Klingt sinnvoll. Machen wir es uns bequem. Wie? Was? Keine plötzlichen Bewegungen. Ach so. Siehst du sie? Die Katze. Schönes Tierchen. Dachte, die wären inzwischen alle verschwunden. Sie ist das erste Tier, das ich in Night City sehe, das keine Kakerlake ist. Erst verschwanden die Vögel, dann die Hunde. Die Katzen haben am längsten durchgehalten. Oh Mann, wir haben keine Tiere. Vielleicht ist es eine Bagineko. Chill mal. Ist nur eine Katze. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Meine Großmutter kannte viele Geschichten über Kitsune, Kappa und Bageneko. Vermisst du Japan? Eine dumme Frage. Ich stamme aus den Slums von Chiba 11. Einmal wollte ich unbedingt ausreisen und... Und? Egal. Schlechte Erinnerungen aus einem anderen Leben. Mir fehlen die unbeschwerten Kindertage. Ich erinnere mich daran, von Haus zu jagen und den Gassen vor Bullen wegzulaufen. Perfekt. Und an den Eisengeschmack von Blut. Ich erinnere mich an den Chemiegestank von dem Kanal, in dem wir die Wäsche gemacht haben. Konzernlaster kamen manchmal durch unseren Slum. Arasaka wählte Kinder aus, aber eben nur die sauberen. Wofür brauchten die Kinder? Als Konzernsoldaten. Wenn sie mich auswählten, war ich überglücklich. Bravo. In der Armee hatte ich alles, was mir vorher fehlte. Disziplin, regelmäßige Mahlzeiten. Und als ich Talent zeigte, sogar eine Ausbildung. Oh. Und alles, was du tun musstest, war Saburos Feinde umbringen. Das klingt, als verurteilst du mich. Dazu hast du nicht das Recht. Im Gegensatz zu dir und Mr. Wells war ich nicht so arrogant, den leichten Weg zu nehmen. Das Leben als Konzernsklave ist nicht gerade jedermanns Traum. Ah, natürlich. Denn Diebstahl ist so viel ehrenhafter. Wenigstens ruiniere ich nicht diesen Planeten und seine Menschen für ein paar Profite. Konzerne brauchen Kapital und Ressourcen, um Ordnung zu halten. Wer soll sonst führen? Korrupte Regierungen? Die Massen, die an ihren Federn hängen? Ach, Joni. Zyniker, Nihilisten, wie du? Ach komm, nicht jeder will die Welt verändern. Das stimmt leider. Das bringt nichts. Lass uns das Thema wechseln. Manchmal wäre ich gern Nomade. Weit weg von dieser Welt. Alle Sorgen vergessen. Es ist nie zu spät, was zu ändern. Wie sagt ihr so schön? Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Bei
Weißt du, was ich glaube? Was denn? Damals im Kompeki haben wir beide jemand Wichtigen verloren. Wir haben unseren Frieden noch nicht gemacht. Also ja. Suchen wir den Konflikt. Du hast keine Ahnung, was ich fühle. Es ist die Pflicht der Lebenden, für die Toten zu büßen. Ich bin sicher, Hanako-sama wird uns helfen. Oder sie lässt uns endgültig kalt machen. Die Bakeneko langweilte sich wohl. Sie wird ihren Weg finden. So wie wir. Ach so. Oh, so ein Mist. Zeit, etwas zu unternehmen, oder? Fuck, es wird schlimmer. Du siehst besser aus. Kann ich meine Waffen nicht auswählen momentan? Und nach unten. Ein beleuchtete Kabel, auch gut. Wo ist eigentlich der Eingang? Bin drin. Gut, versuch ins Lagerhaus zu knacken. Ich denke, sie tun dir auf. Willst du mich verarschen? Nee, es macht keinen Spaß. Wenn so Idioten einen wiedersehen, die man nicht mal angezeigt hat. Versuchst unauffällig irgendwas zu machen, dann passiert sowas. Tolles Spiel. Unauffällig, ne? Boah, jetzt kann ich auch rushen.
vielleicht auch eh egal, was ich jetzt versuche, ne? Angriff! Alles klar. Wie läuft es bei dir? Gut. Ich gehe zum Kontrollraum. Und wir haben jedes Durcheinander. Also gut. Ich bin so weit. Ungeschützt! Wenn du fertig bist, infiziere ich das System. Wehre mich dem... Hey. Mein Inventar ist so voll, danke. Hätte ich mir nicht denken können, dass das bald passiert. Ja Leute, an der Stelle beende ich erstmal die Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, würde es mich freuen, wenn ihr abonniert und die Glocke aktiviert. Dann kriegt ihr für jedes Video in Zukunft eine Benachrichtigung. Dann sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss.